So, hallo liebe Freunde, Part 7. Ja. Ja, ich bin mal wieder im Kampagnenbildschirm. Was habe ich zu sagen? Ich habe eine Bitte an euch. Part 4 meines Let's Plays, ich hab's mal gesehen, auf einer Auflösung von 360p habe ich in den Minuten 4 Minuten und 50 Sekunden ab dem Augenblick, tut mir mal den Gefallen irgendwer vielleicht, ich weiß nicht, wer mal Lust hat, der kann mal Part 4, die vierte Minute und 50 Sekunden, ab da mal ein bisschen das Video schauen und sehen, ob es Probleme bei der Skalierung gibt, also ob das Bild so ein bisschen verschwimmt. Das habe ich jetzt bei meinem Laptop gesehen. Wenn ich auf 720p schalte, ist alles in Ordnung, aber bei 480 und 360 und was ist da drunter? 240 dann, da verschwimmt das Bild ab dem Augenblick. Das habe ich bei manchen Videos. Das ist, bei meinem Netbook habe ich nachgeguckt, da ist es irgendwie nicht. Aber ich würde mal gern sehen, ob das wirklich nur an meinem Player liegt, ob ich Probleme habe mit dem Codec und was es da nicht noch alles gibt. Und der Aktualisierung, vielleicht muss ich das mal vornehmen. Schaut mal bitte für mich rein und sagt mir mal, ob bei euch diese Störung da ist. Ich glaube, es ist nur bei mir das Problem, aber oh Gott, wird mich das fertig machen, wenn das bei euch auch ist. Aber gut, so wie ich die Leute kenne, werden sowieso alle in HD schauen. Ich würde es selbst so machen. Da kann man ja auch gar nicht widerstehen, als Mann schon gar nicht. Alles klar. Ja, wir fangen jetzt auch schon mit dem Level an. Ich sehe hier gerade, ich habe ja noch eine Nachricht bekommen. Meine Güte, und was haben wir denn hier stehen? Wirklich schade, dass du nur so wenig Zuschauer hast. Hast echt Potenzial. Ja, vielen Dank. Ich finde ich schön, mich hier so in einem Video dafür zu bedanken. Ich finde, das ist ein bisschen persönlicher. Ist ja auch die erste Nachricht so ein bisschen in dem Format. Ja, wenig Zuschauer. Wird sich wohl noch ändern. Hoffe ich jedenfalls, dass sich ein paar das hier ansehen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, ja. Das finde ich echt klasse, dass man mir das sagt. Ich hoffe auch, dass es so ist und ich hoffe auch, dass das nicht einreißt. Und jetzt widmen wir uns endlich dem eigentlichen Thema, nämlich dem nächsten Level. Exodus heißt es. Ist so ziemlich mein Favorit in dem Spiel jetzt hier in Halo Reach. Weiß ich nicht wieso genau. Habe ich ja schon davor gesagt, was ich glaube. Einfach schöne Umgebung, gute Aufteilung der Gegner und ja, und man kommt so richtig in Fahrt, weil ja, man muss gegen Brutes kämpfen. Ich glaube, das sagt alles aus. Und ich hoffe, ich kann so viele Zivilisten wie möglich retten. Und fangen wir einfach mal an. Alles klar, der Countdown läuft. Ich freue mich. Puh. Das wird was. So, man sieht im Hintergrund den Supercarrier, in die Berge ist er gestürzt. Das, was davon übrig ist. George ist tot, also das erste Mitglied der Noble-Gruppe ist gestorben. Wenn man mal davon absieht, dass Noble Six ja auch die Vertretung für einen Toten ist. Ich glaube, der hieß irgendwie Tom oder so. Die eigentliche Sechs des Noble-Teams. Ja, der hat sich geopfert, auch auf Opferung, um ebenfalls ein Raumschiff in die Luft zu jagen. Naja, und so ist das mit Noble Six gekommen. Carter hat ihn höchstpersönlich ausgewählt. Und ja, absoluter Lieblingscharakter. Das erste Level, in dem er so ein bisschen allein rumläuft. Und ja, jetzt sehen wir es. Die Streitmacht der Allianz ist nun vollends eingetroffen. Noble Six. Steigt den Berg und sieht die Zerstörung. Und da sieht man die Dienstmarke von George. So, und jetzt
Noble Six ist allein. Er hat seine Magnum. Besser geht's gar nicht. Ein traumhaftes Level, deswegen mag ich es auch so. Na, Level, das passt nicht so bei Halo Reach, der Ausdruck. Das kommt so ein bisschen Mario-mäßig rüber und ich bin wirklich ein Fan von Mario. Ich liebe Mario. Aber liegen ja wirklich Welten zwischen in dem Genre. 4 Kilozentrale. Alle verfügbaren Teams so. Zum Traxus-Turm vorrücken zur schnellstmöglichen Evakuierung. Verstanden, Zentrale. Wie ist der Status am Turm? Am Turm ist noch alles okay. Bringen wir die Zivilisten schnell weg. Verstanden, Zentrale. 4-0 aus. Ihr hört schon, die Zivilisten sind in Gefahr. Wir machen uns sofort auf den Weg. So. Ja. Okay. Ja, wir sind ein bisschen verletzt. Der Sturz hat uns doch ein bisschen mitgenommen. Romeo Company, uns wird von Selbstmordkommandos der Allianz berichtet. Oh nein, oh, das habe ich ja total vergessen. Negativ. Da laufen wir zu 3 Milliarden Guans rum. Da bin ich jetzt vorsichtig. Ah, was soll das denn jetzt? So, wieder ein Methantank. Alter Schwede. Wieder ein Methantank in die Luft gegangen. Da, gleich zückt er seine... Ja, das ist so eine Scheiße. So, da kommt noch einer. Ne, den hat's mitgenommen. So, ah, hier haben wir Panzerungsschilde. FSF-1 bereit. Feuer! Helme festhalten! Ganz vorsichtig. Falls es euch mal aufgefallen ist, ich wäre im letzten Level gar nicht gestorben, wenn mir nicht diese Scheiße mit dem Saber-Geschoss passiert wäre. Verstanden, Kilo 4-0. FSF-2 bereit. Feuer! Oh, ich laber gerade ein bisschen rein. Oh Gott, ich habe keine Waffe. Oh, ist ja geil. So. Verdammt, wie hält man das Ding auf? Wir brauchen Granaten. Hat das mehr Ladung? Oh, 4 mehr, okay. Bringt's auch nicht. Ah, perfekt. Großartig. So, oh scheiße, man kann eine Kettenreaktion logischerweise auslösen. Ah, die wurde auch ausgelöst. Ja, wenn ein Guant in die Luft geht, da kann man angesichts des Explosionsreichweite kann man sich ja ausrechnen, dass da alle Guants untergehen. Ist auch Gott sei Dank so geschehen. Wenn die erstmal ein bisschen getrennt sind, ist das echt gefährlich. Vor allem, man gibt ihnen einen Headshot, was eigentlich das Schlimmste ist, was man machen kann, weil dann fliegen sie nach vorne und die Granaten werden nochmal richtig losgelassen. Oh Gott. So. Scheiße. Die Boots, das Problem ist bei den Boots, die sind einfach derbe brutal. So. Oh Gott. Ah, verdammt. Oh, Dreckstück, du. So, jetzt nehmen wir euch. Wo ist deine Waffe? Da. Und wupp. Oh Gott. Da seht ihr schon, was die anrichten können, die Dreckskerle. Ah, scheiße, ich hätte meine Magnum behalten sollen. Ah! Wie kommen wir zum Turm? Der Fahrstuhl im Atrium führt zur Frachtrampe. Von dort aus kommt man in den Turm. Ja, ihr werdet sehen, die Boots werden mit der Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen in den nächsten Halo-Teilen. Vielleicht, nee, ich spoiler nicht. Das ist scheiße. Ich würde spoilern jetzt, wenn ich das jetzt erzählen würde. Und vielleicht habe ich ja das Glück, dass manche Leute wirklich zum ersten Mal sich jetzt Halo anschauen. Das wäre natürlich ganz schön, wenn die dann meine Let's Plays sehen. Aber Halo, meine Güte, Halo kann man ja immer wieder ansehen. Also es ist ja wirklich so ein geiles Spiel. Das muss man ja wirklich mal sagen. Also ich kann es immer wieder zocken. Das ist Magie. So, ihr beiden. Ihr sollt nicht das Problem sein. So, ich habe jetzt langsam ein bisschen gelernt, dem Spiel ins Wort zu reden, denn in einem Let's Play wird nun mal kommentiert und da kann es nun mal vorkommen, dass ich, dass ich ein bisschen dominieren muss. Dann werde ich eben mal bei Sony Vegas nochmal so ein bisschen die Lautstärke verringern von dem Spiel, damit ich mal wieder
am Drücker bin. Ich muss sagen, im Moment benutze ich noch die Testversion von Sony Vegas. Ich glaube, Sony Vegas HD Platinum Edition. Also eine abgespeckte Version von Vegas Pro. Und ich muss sagen, ich hole mir auch bald die originale Version logischerweise, also die Vollversion. Ja, ich bin echt zufrieden mit dem Programm. Ich habe ja auch... Was habe ich für Ansprüche? Ich brauche die beiden Tonspuren. Die eine gibt es logischerweise dazu, weil ich ja beides aufnehme, sowohl Bild als auch Ton mit meiner Videoschnittkarte. Und da muss ich noch eine Tonspur drüberlegen und das war's. Das sind meine Ansprüche. Dann noch meine Tonspur. Meine göttliche Stimme. Muss ich... Oh Gott. Ja, die sind schon ein bisschen stärker, die Boots. Meine göttliche Stimme muss ich ein bisschen verstärken. Und das Spiel ein bisschen leiser machen. Hier wird ja schon ganz schön viel gebrüllt. Erst recht, wenn die Boots da sind. So, wir müssen den Aufzug betätigen. Und nach unten fahren. Warum zum Teufel dauert das so lange? Wir evakuieren Zivilisten aus der Etage unter ihnen. Wenn sie an der Frachtrampe sind, schicke ich den Fahrstuhl hoch. Na, normale Marines. Okay, alle in Deckung und wachsam bleiben. Wir müssen diese Position halten. Ah, ich weiß nicht, hier war irgendwo ein MG. Sie landen im Hof. Nein. Verdammt, naja. Dann habe ich eben jetzt einen besseren Winkel, aber eben nicht begrenzt unbegrenzt Munition. So, kommt schon. So, jetzt werdet ihr geschnetzelt. Ah, schlimmer. Oh Mann, schlimmer konnte man ja wohl nicht mehr da landen. So. Scheiße, alter Schwede, habe ich ein Glück, ey. Also ich überlebe so eine Scheiße, aber fliege mit so einem Saber-Geschoss durch die Luft, in die Luft, durch die Luft. Es macht einfach keinen Sinn. Ich meine, ich habe ja wirklich im Moment ziemlich viel Glück. Ein bisschen Master Chief bin ich. Aber ich muss sagen, Noble Six, schade, dass der in den anderen Halo-Teilen nicht mehr da ist. Finde ich echt kacke eigentlich. Er ist wirklich mein Lieblingscharakter. Ich würde mir am liebsten so eine riesige Statue von ihm besorgen, aber leider kann man die ja wohl nicht kaufen. Und wenn es die gäbe, dann wären sie wohl wären sie wohl nicht zu erstehen. Jedenfalls nicht im normalen Preissegment. Oh Gott. Scheiße. Na komm. Na, es war zu wenig. Ach komm. Ah, Gott sei Dank. Wie blöd bin ich eigentlich? Wenn den die Granate erwischt hätte, er hätte vor mir gestanden und wir wären beide in die Luft gegangen. Das ist so die Logik des Ministers. Des Ministers. Des Minister. Damit mache ich mich selbst kaputt. Was soll das denn? Na du? So, das hier ist eine richtige Touristenattraktion. Scheiße, wo kommt das denn jetzt neu? Ach. Mal schön ein paar Zivilisten platt gemacht. Oh ja. Ich meine, hier stehen Soldaten rum und die greifen unschuldige Menschen an. Kommen Sie zu spät, Lieutenant. Bei mir wird er übel. Über dem Starport hat alles weggebombt. Zu Fuß kommen wir nicht zur Frachtrampe und das Dach fällt auch aus. Wir könnten die VIP-Landeplattform nutzen, aber da kommen wir schwer hin. So. Einige OAST-Spezialisten arbeiten einen Plan aus. Sie könnten Verstärkung gebrauchen. Andere Seite der Halle, Lieutenant. Ja, Verletzte. Tot? Wahrscheinlich. Dreckskerle. Hier, eine junge Frau. Ich mach sie alle fertig. Tot. Feige Schweine. Könnt ihr euch kotzen. Euch nehmen wir aber richtig. So, kann sein, dass das Level auch wieder ein bisschen länger dauert. 35 Minuten machen wir. Davon hört man viel über Sie, Spalten. Lust auf einen Sprung? Jo. Ja, jetzt fliegen wir ein bisschen mit dem Jetpack rum. Das ist eine coole Sache. Wow! Nein! Ich hab mich verdrückt! Oh Gott! Und es war auch noch ein ODST! Oh, ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich habe aus Versehen eine Granate geworfen. Oh Gott. Das war nicht nur unrealistisch. Ah, nein. Oh Gott. Und auch noch ein ODST. Ich habe ein ODST getötet. Oh, das ist meine Lieblingseinheit. Ich bin Noble Six Fan und liebe ODSTs. Deswegen mag ich Halo 3 ODST auch logischerweise sehr gern. Oh Gott.
Das muss ich rausschneiden. Ich muss das Level nochmal machen. Aber die Ansprache fand ich ganz gut. Oh Gott, mir ist die Granate... Okay, wir wollen das realistisch erklären. Mir ist die Granate aus dem Gürtel gefallen. Das passiert ja mal. Das war ein Kriegsunfall. Und... Oh Gott. So, ich werde für diesen ODST mitkämpfen. Ich entschuldige mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, meine Fresse, das ist mir ja noch nie passiert. Also, ich habe ja schon mal aus Versehen in eine Masse geschossen und dabei einen Headshot ausgeteilt. Bei einem Marine oder so. Aber bei einem ODST den falschen Knopf gedrückt. Alter Schwede, das ist schon ein Brett, du. Oh Gott. Bitte, bitte. Oh Gott. Die kommen um die Ecke, die kommen um die Ecke. So. Ich habe genug Zeit gehabt. Oh, der ist ganz schön gefährlich, du. Oh Gott. Oh nein, meine Lieben. Noble Six ist noch am Leben. Meine Güte. So. Ist es immer ein ganz netter Tipp, wenn ich diesen Geheimtipp so austeilen darf, wenn er überhaupt brauchbar ist. Immer erst schön auf den Arm ziehen. Und dann sofort den Schädel erhaschen, wenn ihr es schafft mit dem Fadenkreuz. Aber ich denke, das wird kein Geheimnis sein, denn so viele Möglichkeiten, einen Schakal zu töten, gibt es ja nun auch wieder nicht. Was ich cool finde mit dem Hammer, man kann entweder richtig schlagen und diese Energie austeilen oder wirklich nur, also nicht den Hammer in dem Sinne benutzen, sondern wirklich nur sachte damit schlagen. Also nicht diese Magie oder diese Technik des Hammers hier, auch eben auf dem Schlagenknopf. Es kostet keine Energie, bei langweiligen Gegnern kann man dann schön... Ja, der hätte mich jetzt platt machen können. Das war, also, was habe ich heute für ein Glück? Was hatte ich auch heute um 3 Uhr morgens für ein Glück? Was, das gibt's doch nicht. Also, Gott hat mich wirklich gesegnet. Der hätte mich eben richtig auseinandernehmen können. Also, nach der Sache mit dem ODST, da wäre es auch vernünftig gewesen, mich mal sterben zu lassen. Oh Gott. Okay, das war jetzt einer von uns. Noch nie habe ich einen Allianzler Menschenwaffen werfen sehen. Die sind ab und zu mal auf den Wartok gestiegen. Das habe ich denen ja auch zugetraut, aber die benutzen keine Menschenwaffen. Okay. Noble Six ist tot. Das nimmt mich mit. Ah, ich bin zu hoch gestiegen. Ah, verdammt, ey. Okay, ich muss zugeben, ich bin einfach in der Schlacht gefallen. Das ist das erste Mal, dass ich sagen kann... Du bist vernünftig besiegt worden. Das war jetzt wirklich... Der Typ hat mich erwischt mit seinem Gewehr. Ich wurde zurückgedrängt. Dieses Gewehr ist ja ziemlich mies. Man wird ja wirklich zurückgeschlagen. Man kann sich ja gar nicht mehr vorwärts bewegen. Und er hat mich platt gemacht. Scheiße. Da rege ich mich natürlich drüber auf. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als in einem Let's Play zu sterben. So. Meine Güte, ich komme ja ganz schön in Fahrt. Ich rede ja ganz schön viel, ne? So, Kumpel. Oh Gott. Oh Gott! Das gibt's ja nicht, wenn der mich erwischt hätte. Ey, ich hätte keine Chance gehabt. Mit dem Panzerungsschild kann man es noch verhindern. So, Freunde. So, den habe ich ausgelöscht. Und jetzt schleichen wir uns mal ran. Ganz diskret. Oh Gott. Wir hatten ja kaum Schild. So, solltet ihr mal sehen, was für eine Power der Hammer hat. Ah, scheiße. Ah, das gibt's doch nicht. Lass euch mal zusammen hier. Okay. Hä? Da hinten ist er. Die kriege ich auch noch rum. Wo die anmache. Hey, was heißt? Ja, ist mehr eine Drohung. Eine Drohung, dass man einen anmacht. Egal. Ich rede so viel, da kann man sich auch mal versprechen. Ah, das war schon knapp, du.
So, das wird natürlich jetzt nicht normal passieren. Ich war ein bisschen eingebildet, weil ich hatte den Hammer, habe da alle platt gemacht und hatte Glück. Und das kommt immer alles zusammen und da hält man sich so ein bisschen für Gott in dem Augenblick. Aber... Und wupp. So, Freunde, jetzt kämpfen wir mal auf konventionelle Art. Gar kein Risiko eingehen. So, den ersten haben wir. Der ging ja schnell. Der ging ja noch schneller. Dafür, dass er so gepanzert war. Aber ein cooler Helm. Also wer zufällig... Wenn zufällig jemand von euch eine Noble Six Statue bei sich stehen hat, dann kann er mir das ja mal sagen. Dann versuche ich die mal aufzukaufen. Ich muss sagen, ich bin im Moment ziemlich klamm. Videoschnittkarte gekauft, Mikrofon, noch so einen anderen Scheiß. Und ja, da ist man arm. Da ist man arm. Da sitzt man abends in seinem Zimmer und weint, weil man einfach kein Geld hat. Nein, so schlimm ist nicht. Geld ist ja auch nicht wichtig im Leben. Das muss man ja einfach mal sagen. Klar ist wichtig, also man, irgendwo muss man ja leben, aber ihr wisst, wie ich das meine. Geld ist wirklich nicht alles. Ich denke, ich bin auch im Moment im Begriff, das selbst zu verstehen. So. Oh, das ist ein richtiger ODST. Schön ausgerüstet mit einem Sixpack, wollte ich gerade sagen. Mit einem Unipack oder wie man die auch nennt. Ja, langsam lässt meine Konzentration nach. Im Raketenrucksack. Oh, ich glaube, da sind welche hinter mir. So, die war. Nee. Du wagst das nicht nochmal hier irgendwie so rumzuampeln. Was ich mal unbedingt machen wollte. Ich wollte mal unbedingt Let's Plays auf Englisch machen. Leider ist mein Englisch nicht so perfekt. Deswegen. Wird das wohl noch auf sich warten lassen. Mit Deutsch bin ich im Moment ganz zufrieden. So. Ah, jetzt habe ich aber schon wieder zu viel geredet. Wir widmen uns wieder viel mehr dem guten alten Halo Reach. Oh, verdammt. Oh, guck da doch nicht so um die Ecke, Mann. Du bist in Gefahr. Die wollen dich töten. Oh Gott. Habe ich Schutz? Na. Perfekt. Ja. Dränge niemals eine Katze in die Ecke, dann beißt sie vielleicht. Ne, kratzt. Katzen beißen nicht. Das wäre irgendwie gar nicht so schmerzhaft, wenn eine Katze beißen würde. Die haben ja nicht so... Nicht so das Maul. Oh Gott, ey. Die Typen hasse ich. Die fetzen einem so den Schild weg. Oh Gott. Gerade ist die Alarmanlage von unseren Nachbarn angegangen und da habe ich gerade ganz kurz nach links gesehen. Ich habe gerade überhaupt nicht verstanden, dass ich getötet wurde. Ah, scheiße, jetzt bin ich unkonzentriert. Jetzt bin ich gerade unkonzentriert. Ich bin einfach reingelaufen. Oh, ich hoffe, das hört man nicht. Ich hoffe, man hört die Alarmanlage nicht. Ne, da wurde natürlich nicht eingebrochen, das ist schon mal klar. Das Problem ist bei denen einfach, dass die Alarmanlage manchmal einen Fehlalarm durchgibt. Ah, und sie haben sie ausgeschaltet, okay. Vielleicht auch die Einbrecher, aber... sie ist auf jeden Fall aus und meinem Let's Play hilft es. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht, dann kill ich die. Es ist wirklich, das muss ich mir dann unbedingt nochmal anhören. Es ist wirklich eine Mörderarbeit, den ganzen Scheiß zu rendern und so. Aber dann kommt so was Wundervolles dabei raus. Deswegen bin ich ganz zufrieden. Dann kriegt man noch einen netten Kommentar, dass man Potenzial hat, dass man einem mehr Zuschauer wünscht. Das finde ich immer toll. Fand ich klasse. Vielen Dank nochmal. Ja. So nimmt das seinen Lauf.
Da hat mich auch jetzt mal jemand gefragt, ob ich denn nun sofort Halo 4 dann Let's Play, wenn es raus ist. Der Kommentar wurde merkwürdigerweise gelöscht, ich weiß gar nicht warum. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Ja. Falls du es vielleicht noch wissen willst. Falls irgendwer von euch jetzt wissen will, ich glaube, ich habe es auch bei Halo Reach gleich in meinem ersten Part angesagt, oder? Natürlich werde ich Halo Reach sofort Halo 4 sofort Let's Playen, das ist ja ganz klar. Ich bin wirklich gespannt. Ja, 343 Industries muss ich wirklich beweisen. Das wird eine interessante Sache. Und wir werden sehen. Also, mich würde es echt interessieren. Logischerweise, also ich zocke Halo. Ich liebe Halo, also gar keine Frage, das wird Let's Played. Ich hoffe, ich habe da einige Leute auf meiner Seite. Da macht es umso mehr Spaß, logischerweise. Wofür macht man das hier denn? Damit man sich die Videos selbst reinzieht? Nee. Habe ich ja dann auch offline auf meinem Computer, auf meinem Netbook. Notebook. Und Netbook habe ich auch noch zwei Stück. Aber gut, immerhin 3 Abonnenten, also. Ja, wir befinden uns kurz vorm Ende, wie es scheint. Das hier ist ein ziemlich heftiger Teil. Ich muss sagen, im Walkthrough habe ich hier überlebt. Das fand ich ziemlich cool. Aber es ist echt schwer. Immer wenn ich das sage, ist es gar nicht so übel, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollte ich das jetzt immer machen. Ich habe ja... Bei Weltraummission habe ich auch gesagt, es ist einfach. Bin ich auch gestorben. Ich meine, ich wäre in der letzten Mission nicht gestorben, wenn ich nicht von dieser Armee platt gemacht worden wäre. Oh Gott, der gute alte Konjunktiv. Der hat mir schon immer das Leben versüßt. Na gut. Ich kann mit umgehen. Scheiße! Scheiße! Da ist jemand. Oh! Habe ich gerade meinen meinen Verbündeten getroffen? Scheiße, das war's. Er ist tot. Ich war's nicht. So eine Scheiße. Dieser Smut hier, der ist aber überall. Ja, erwischt. Erwischt, oder? Nein. Oh, Scheiße. Gut. Volltreffer. Punkt für dich. Gut, wir werden uns wiedersehen. Leider habe ich im Moment keine Waffe, mit der ich richtig gegen die ankommen kann. Ja, Scheiße. Wir haben da draußen 3 Geschütze. Wir sind am Arsch. Oh, da wütet auch noch einer. Verdammt, der macht gleich unseren ODST-Blatt. Oh, ist der blöd. Und Schiss, Kumpel. So, ich wage jetzt das Unmögliche. Ich werde da jetzt reingehen. Wo ist der Hammer? Na, egal, ich nehme meinen alten Second-Hand-Hammer. So, oh Gott, die scheißen aber auch rein, die Dinger, alter Schwede. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ich bin fast tot. Eine Sekunde war ich in der Schusslinie. Oh Gott, nein, geht nicht. Der Part dauert 35 Minuten. Das hier wird eine Operation. Ich muss so eine Scheiße, was mache ich denn jetzt? Na, Leute, schaut nochmal in 3 Minuten vorbei. Dann habe ich das Ding. Aber gerade ist es schwer. Toll. Hier liegt ja nichts. Nee. Na, noch ein Hammer. Danke. Den brauche ich jetzt auch. Na scheiße, wie komme ich denn da jetzt ran? Was mache ich denn, ey? Oh Gott, ich muss wieder zurück. Oh Gott. Oh Mann, ich verstehe. Ich bin zu blöd, um zu verstehen, dass das Fenster sind. Das ist zu viel für mich. Man sieht die Fenster nicht und ich schaffe es nicht. Ich bin da zu blöd für. So eine Kacke, wie mache ich das denn? Hier ist nichts. Oh, ich muss es wagen. Dass man einen kleinen Grunt schnetzeln. Okay. Oh Gott. Ja, Kumpel. Dich nehme ich jetzt. Wo sind denn deine Verbündeten? Weg. So, Kumpel.
RG9 an Echo-Zentrale. Landeplattform ist frei. Schicken Sie die Vögel zur Evakuierung her. Verstanden, die RG9. Sind unterwegs. Wir haben es geschafft. Ach, wir haben ein paar Zivilisten gerettet. Bam, bam, bam. Eins. Vergnügen, Spot. Wir halten diese Stellung. Sie nehmen den Falcon und sorgen dafür, dass die Transporter heil hier wegkommen. Das ist Ihr Schiff, Spot. Hä? Was passiert denn jetzt noch? Die Stadt wird seit 5 Tagen belagert. Ich dachte, wir hätten es im Griff, bis die Korvetts aufgetaucht sind. Unsere Flotte zieht sich zurück. Verdammt, wir sollen hier eigentlich alle evakuieren. Aber einige würden den Job hier wohl lieber erst beenden. Ah nein, die Mission dauert ja noch länger. Transporter Delta 1-5 an Zentrale. Beladen und Aufbruch bereit. Delta 1-5, 4 Zentrale. Verstanden. Startfreigabe erteilt. Über der Stadt ist der Luftraum zu heiß. Wir nehmen eine andere Route. Delta 1-5 an Zentrale. Stehe unter Beschuss durch eine Banshee-Staffel. Verstanden, Delta 1-5. Können Sie? Mayday, Hackertrieb getroffen. Wir stürzen ab. Versuche Notlandung. Scheiße. Ich habe ja völlig vergessen, dass verdammt, die Mission ist ja doch länger. Die habe ich letztes Mal in Rekordzeit abgeschlossen. Ich habe jetzt einfach zu viel geredet. Dadurch haben wir 10 Minuten verloren ungefähr. Auch weil ich schon gestorben bin. Ja, scheiße. Ah, da muss ich hier wohl einen Cut machen. Schade. Na toll, dann kriegen wir noch so ein 10-Minuten-Video zu sehen. Das ist ja auch eine tolle Sache. Fox an UNSC-Fregatte Starboard Dawn. Fordere sofortigen Luftschlag gegen Allianz Corvette über dem Starport. Ihr Zivilistentransporter 6 Echo 2. Wir müssen starten, Sergeant Major. Komm, na komm. Oh, scheiß Argus. Starboard Dawn, ich muss hier mehrere Handelsschiffe mit Zivilisten aus der Stadt bringen. Ich brauche sofort Luftunterstützung. Sobald jemand frei ist, schicke ich ihn sofort zu. Das reicht nicht. Ich habe 6... So, Leute. Ja, es wird gerade darüber geredet, dass man die Zivilisten retten muss. Ich werde an der Stelle einen kleinen Cut machen, denn sonst dauert das nächste Video 10 Minuten und das hier hat 30 Minuten gedauert. Okay, alles klar. Ja, wir sehen uns.